Grüß Gott, mein Name ist Dr. Gertraud Pflügel. Das ist der Kanal Pro Sancta Ecclesia und das ist eine sozusagen ausdauerliche Einschaltung, die ganz spontan jetzt erfolgt. Und zwar habe ich das schon bei einer Nachricht jetzt gerade geantwortet, die vor einem Tag oder vor zwei Tagen eingelangt ist von jemandem. Eine Dame hat berichtet, dass sie die Weihe an die Mutter Gottes nach dem heiligen Ludwig Maria Grignion von Beaufort auch heuer wieder machen wird, diese 33 Tage Vorbereitung. Und das war irgendwie sofort für mich wie ein Wink mit dem Zaunpfahl, habe aber nicht gleich verstanden, wie ich das, was die Mutter Gottes mir damit sagen wollte. Aber jetzt ist es klar, sie möchte, dass dieser Kanal ganz offiziell ihr geweiht wird und ihr gehört. Im stillen Kämmerlein habe ich das schon vollzogen und getan. Es ist ja nicht mein Kanal, sondern es ist ihr Kanal. Aber jetzt ist klar, sie möchte, dass das offiziell geschieht und dass Sie daran teilnehmen können, dass wir das gemeinsam tun. Und ich möchte mich auf diese Weihe kurz jetzt noch beziehen. Warum? Der heilige Ludwig Maria sagt in seinem goldenen Buch viele Dinge und dieses goldene Buch möchte ich auch später noch näher betrachten und mit Ihnen auch durchgehen, weil es so unendlich wertvoll ist. Es ist, ich weiß von einer heiligmäßigen Seele in Amerika, die gesagt hat, nach der Heiligen Schrift ist das goldene Buch das zweitwichtigste Buch für uns Christen. Wie auch immer, wie man das einstufen mag. Auf jeden Fall ist klar, dass die Mutter Gottes eine ganz, ganz große Bedeutung hat und der heilige Ludwig Maria mit seinen Schriften ebenso. Es gibt ja etliche Heilige, die gesagt haben, Maria ist für unser Heil notwendig. Sie ist unsere Mutter. Wenn wir einen Vater haben, Gott Vater, dann gibt es immer auch eine Mutter. Und wer Maria nicht zur Mutter hat, kann Gott auch nicht zum Vater haben. So haben einige Heilige gesagt. Und da möchte ich Sie zu inspirieren und zu begeistern und auch zu Ihnen die Erkenntnis näher zu bringen wieder. Sie haben es viele von Ihnen sicher schon gelesen, aber wunderbare Gedanken, die der heilige Ludwig Maria hier ausspricht, sind es, wo er davon spricht, wie die Mutter Gottes ja Mutter ist, eines Menschen auf der einen Seite, aber doch als Geschöpf steht sie unendlich tief unter ihrem Sohn, deshalb befiehlt sie ihm nicht. Sie hat das nie getan, weil sie sein Geschöpf ist. Sie hat ihrem Sohn nie befohlen, in der Weise, wie bei uns es ist, dass die Mütter die Kinder anweisen, das und das zu tun. Und doch hat sie die ganze, alle Macht über ihn. Und das möchte ich Ihnen kurz vorlesen, weil das auch zu diesem Geheimnis gehört. Sie hat alle Macht über das Herz Gottes. Der heilige Ludwig schreibt hier, denn da Maria unendlich tief unter ihrem Sohn steht, weil er zugleich Gott ist, befiehlt sie ihm nicht. Wie eine Mutter auf Erden es tut, das unter ihr steht. Da Maria durch die Gnade und Glorie Gott ganz gleichförmig geworden ist, wie es bei allen Heiligen der Fall ist, so bittet sie um nichts, weil sie nichts und will sie nichts und tut sie auch nichts, was dem ewigen und unveränderlichen Willen Gottes entgegen wäre. Also sie befiehlt ihm nicht und sie bittet auch um nichts, was gegen den Willen Gottes wäre. Sie ist aber durch die Gnade und die Glorie Gott ganz gleichförmig geworden, wie alle Heiligen. Und dann bezieht er sich auf den heiligen Bernhard, Bernardin, heiligen Bonaventura und andere. Man liest dort, dass im Himmel und auf Erden alles, ja sogar Gott selbst, der allerseligsten Jungfrau untertan ist. Und das ist der Grund auch, ein Motiv, warum wir den Kanal der Mutter Gottes weihen. Alles ist ihr untertan, auf Erden alles und im Himmel alles und sogar Gott selbst. Das klingt unerhört, Gott selbst. So soll das heißen. Was heißt das? Die Macht, die Gott aus freiem Willen, ganz freiwillig,
Maria einräumen wollte, ist so groß, dass sie dieselbe Macht wie Gott zu haben scheint. Das ist das Unglaubliche. Durch die Gnade, durch die Glorie Gottes hat Maria, scheint sie dieselbe Macht zu haben wie Gott selber. Und ihre Bitten und Gebete sind bei Gott so mächtig, dass sie ihm als Befehle gelten, trotz seiner Majestät. Sie gelten, ihre Bitten gelten Gott als Befehle. Und er kann niemals dem Flehen der geliebten Mutter widerstehen. Also sie befiehlt ihm nicht, sie bittet und sie fleht, aber ihm gilt das wie ein Befehl. Denn ihr Bitten und Flehen ist ja immer demütig und dem göttlichen Willen gleichförmig. Und das ist genau unser Programm, dass wir es genauso machen wollen. Wir wollen Gott bitten, wir beten zu ihm, wir flehen um das Heil, um die Rettung der Seelen, wir flehen um das Kommen seines Reiches. Und das tun wir ganz bewusst durch Maria, denn sie ist diejenige, die das Herz Gottes praktisch erobert hat. Ihr kann er nichts abschlagen. Und der heilige Ludwig sagt ja auch, wie beim ersten Kommen Jesu, wird Jesus auch bei seinem zweiten Kommen, bei seiner glorreichen Wiederkunft in Herrlichkeit durch seine Mutter kommen. Und da sagt er diese wuchtigen und wunderbaren Worte, wenn Gott durch Maria das erste Mal in Erniedrigung und Selbstentäußerung in die Welt gekommen ist, warum sollte man nicht glauben, dass er auch das zweite Mal durch Maria kommen werde? Wie die ganze Kirche ihn erwartet, um überall zu herrschen und zu richten, die Lebendigen und die Toten. Also wir beten ja um dieses Kommen Jesu, um sein Reich im Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, also auf die Erde, und dein Wille geschehe, so wie er im Himmel geschieht, auch auf Erden. Damit ist ausgesprochen, dass wir das ersehnen, dass der göttliche Wille auf Erden genauso getan werden möge, wie er im Himmel getan wird. Das finden wir in den Schriften von Luisa Picareta, was das bedeutet. Das Reich des göttlichen Willens, das ist eigentlich hier gemeint. Und interessant ist hier die Bemerkung des heiligen Ludwig. Er kommt, um zu richten die Lebendigen und die Toten. Und dann, das ist aber nicht das Ende. Also er meint hier ein Gericht bei seinem Kommen, bei seinem glorreichen Kommen, zu richten die Lebendigen und die Toten. Und doch ist es nicht der allerletzte, der jüngste Tag, wo sich die ganze Schöpfung im Feuerbrand auflöst, sondern wir werden sehen, freilich wie und wann das geschehen wird, wer kann das wissen? Also wie und wann Jesus kommen wird, das wissen wir nicht. Doch das weiß ich, dass Gottes Gedanken von den unsrigen weiter entfernt sind als der Himmel von der Erde und dass er zu einer Zeit, also wann und auf eine Weise, also wie, kommen wird, wann und wie es selbst die Gelehrten und die schriftkundigsten Menschen am wenigsten erwarten. Das ist gewiss, das weiß der heilige Ludwig. Jesus wird kommen zu einer Zeit und unter Umständen, die die Gelehrten überhaupt nicht erahnen. Ganz überraschend. Man darf auch überzeugt sein, dass Gott gegen das Ende der Zeiten und vielleicht eher als man meint, große vom Heiligen Geiste und vom Geiste Maria erfüllte Männer erwecken wird, denen Maria die Gnade vermitteln wird, große Wunder in der Welt zu wirken. Diese großen Wunder werden im Goldenen Buch näher beschrieben. Das kommt in den späteren Videos. Es sind große Wunder der Bekehrung. Das sind die größten Wunder überhaupt, wenn die großen Sünder, wenn die Feinde sich bekehren, die Ungläubigen, die Schismatiker, die Heretiker, die Sünder und andere. Die Mutter Gottes wird durch diese Seelen große Wunder wirken, aber nicht nur der Bekehrung, auch wahrscheinlich auch andere Wunder, Zeichen. Das sind ja immer diese begleitenden Zeichen, die die Sendung bestätigen, die Sendung durch Gott. Maria wird also ihnen die Gnade vermitteln, große Wunder in der Welt zu wirken, um, und jetzt sagt er auch genau warum, um was zu tun, um die Sünde zu zerstören. Das ist die Voraussetzung, bei Luisa Picareta heißt es ja auch, die Welt wird gereinigt, sie muss gereinigt werden, sie ist zu besudelt. Die Sünde wird zerstört und das Reich Jesu Christi, ihres Sohnes, auf dem zertrümmerten Reich,
der verdorbenen Welt wiederherzustellen. Es wird also alles in Trümmer gehen. Die verdorbene Welt wird in Trümmer geschlagen werden. Und auf den Trümmern der verdorbenen Welt wird die Mutter Gottes das Reich ihres Sohnes aufrichten. Gemeinsam mit ihrem Sohn wird sie herrschen. Und dann sagt er eben, erklärt er den Zweck dieser Andacht. Ja, gerade durch diese Andacht zur allerseligsten Jungfrau, welche ich freiwillig nur kurz andeuten kann, werden diese heiligen Männer alles zustande bringen. Er spricht auch von Frauen, es werden aber vor allem heilige Männer sein, Priester, das sagt der heilige Ludwig wiederholt. Also es geht darum, die Sünde zu zerstören und das Reich Jesu Christi in der Welt zu errichten. Und interessant ist eben dabei, dass es ein Gericht geben wird über die Lebendigen und die Toten und danach dieses Reich kommen wird. Das erinnert mich an die Apokalypse im Kapitel 20, dieses sogenannte tausendjährige Reich. Bei Luisa Picareta ist auch davon die Rede, da sagt Jesus, es wird 4000 Jahre dauern. Und das bezieht sich auf diese 40 Tage, wo er als Auferstandener auf Erden war und jeder dieser Tage gilt dann für 100 Jahre, also 40 mal 100 ergibt dann 4000 Jahre. Diese Jahreszahlen und Berechnungen, ich erwähne sie hier, aber ich möchte mich nicht darauf festlegen, weil es unterschiedliche Angaben gibt. Die einen meinen so, die anderen so. Und dann gibt es die Gelehrten, die sagen, die schreien sofort auf, Millenniarismus und so weiter. Es steht nur eines fest, Gott wird sein Reich auf der Erde errichten, denn wir beten darum im Vater unser. Und Jesus ist gekommen, um dieses Reich zu bringen. Es ist die Kirche. Die Kirche in ihrem jetzigen Zustand ist schon dieses Reich, nur ist sie noch nicht in der Vollendung. Und deshalb, wir wollen diesen Kanal der Mutter Gottes jetzt ausdrücklich weihen, weil wir uns danach sehnen, dass das Reich Gottes auf die Erde kommt, dass die Mutter Gottes ihre Diener, ihre Apostel senden möge. Der heilige Ludwig spricht von den Aposteln der Endzeit. Und da möchte ich mich jetzt auch direkt an Sie wenden, an die liebe Immaculata. Und liebe Mutter Gottes, dich möchte ich jetzt bitten oder dir sagen, ich bitte dich von Herzen, nimm diesen unseren Kanal an als dein Gut und dein Eigentum. Und ich bitte dich, nimm ihn ganz und restlos, ganz und gar rückhaltlos, also so wie der heilige Maximilian es sich ausgedrückt hat, grenzenlos, restlos, rückhaltlos, bedingungslos, bitten wir dich, nimm ihn als dein Gut und dein Eigentum an, sodass du mit ihm tun kannst, was immer du willst. Dass du dir alle deine Wünsche erfüllen kannst, liebe Mutter Gottes, alle deine heiligen Wünsche. Und dass du alle deine Ideen, deine spontanen Ideen umsetzen kannst. Wir erleben das jetzt schon, dass Anregungen kommen, durch Beiträge auch. Also es ist für mich auch ein großes Geschenk, diese Kommunikation mit Ihnen, weil durch uns und mit uns gemeinsam der Himmel wirkt und arbeitet. Und so, liebe Mutter Gottes, danke ich dir auch für dieses Geschenk dieser gemeinsamen Verbindung, des gemeinsamen Gebetes, des Austausches, wo du uns hilfst und leitest und führst. Und so bin ich auch zuversichtlich, dass du diesen Kanal wirklich so annehmen wirst als dein Gut und dein Eigentum und du tun können wirst, was du willst, deinen Plan, deine heiligen Pläne damit zu verwirklichen. Und was ist dein Plan? Wir wissen es ja. Dein Plan ist es, alle Seelen für Christus zu erobern, für deinen göttlichen Sohn, die ganze Welt zu erobern. Es geht jetzt sicher vordergründig um den deutschen Sprachraum, Österreich, Deutschland, Schweiz, die Deutschsprachigen. Aber wir wollen nicht dabei stehen bleiben, weil dein Blick geht weiter. Dein Blick geht darüber hinaus. Du schaust auf Europa und du schaust über die ganze Welt. Und so wollen wir auch in diesem Sinne denken und mit dir beten und opfern und leben und wirken und den Himmel bestürmen, Gott Vater, er möge uns dieses Reich gewähren. Wir wollen mit dir den Weg gehen als dein, wir wollen dir gehören als dein Eigentum, als deine Instrumente, deine Pinsel, deine Bleistifte,
Wie immer du uns einsetzen willst, wir wollen uns rückhaltlos dir schenken. Und so wollen wir es machen, wie der heilige Ludwig und der heilige Pater Maximilian es gedacht haben, nämlich dass du in uns sprechen kannst, durch uns handeln, in uns beten, in uns flehen um die Bekehrung und die Rettung aller Seelen. Also, dass du sagen kannst, ich bin auf der Erde, ich bin in dieser Seele und ich bete und ich arbeite und ich leide und ich flehe in jener Seele, in meinen Kindern bin ich, der heilige Maximilian hat sogar gesagt, Immaculata sein. So weit ist seine Hingabe gegangen, so hat er die Weihe verstanden und wir wollen die Weihe auch so verstehen. Und lassen wir uns nicht entmutigen durch unsere Fehler und Schwächen, wenn sie auch weiterhin vorhanden sind. Wir gehören der Immaculata und der Vater, Gott Vater, wird auf uns schauen durch die Immaculata und er wird uns anschauen als ihr Eigentum. Das heißt, er wird zuerst die Immaculata sehen und dann uns oder überhaupt er wird die Immaculata sehen und dann Punkt. Und das ist unser Wille, unser Wunsch, unsere Absicht. Liebe Mutter Gottes, so wollen wir dir gehören und dein Eigentum sein. Und im Gegenzug, das ergibt sich ja daraus, wollen wir sozusagen auch einen Vertrag schließen mit dir. Wenn wir dir so gehören, dann gehörst auch du in gewisser Weise uns. Wir bitten dich daher um die Rettung der Seelen, um diesen Vertrag, dass du uns versprichst und die Zusage gibst, dass keiner, also von den Abonnenten, die den Kanal abonnieren, dass keiner verloren gehen möge. Und ich möchte auch weitergehen von den Seelen, die diese Videos anschauen, möge auch keine einzige verloren gehen. Wir wollen beten, wir wollen uns dir hingeben und ganz dein Eigentum sein, um dir das zu ermöglichen, dass du das tun kannst. Es braucht natürlich unsere Hingabe, aber du bist es, du wirfst dich selber in die Waagschale und du wiegst alles auf. Wir setzen unser ganzes Vertrauen auf dich und deshalb wagen wir es, diesen Vertrag mit dir zu schließen, dass kein Abonnent verloren geht und dass keiner verloren geht, der diese Videos anschaut. Und wir wollen auch mit dir beten, dass überhaupt niemand verloren gehen möge. Wir wollen beten und flehen, und alles tun und zu deiner Verfügung stehen, dass du alle Seelen ohne Ausnahme erreichen kannst, dass du sie ansprechen kannst und dass du sie zu Jesus führen kannst, in die heilige Kirche, in sein ewiges, unzerstörbares Reich. Das soll unser Vertrag sein. Und wir wollen die Weihe gemeinsam am Fest, an deinem großen Fest, Maria Verkündigung, feierlich vollziehen. Ich möchte einen öffentlichen Livestream machen. Das bedeutet, es ist dann nicht eine Aufzeichnung und ein Video, das später dann veröffentlicht wird, sondern ich mache diesen Livestream so, ich schalte ihn ein und bin dann mit Ihnen so auf die Art direkt verbunden. Und Sie können mit mir gemeinsam diese Weihe, die vollkommene Hingabe des heiligen Ludwig Maria vollziehen. Es ist mir jetzt auch aufgefallen, natürlich ist schon ein bisschen spät. Gestern hätten wir mit der 33-tägigen Vorbereitung beginnen sollen. Wenn wir heute beginnen, geht es sich dann auch noch gerade aus, weil der 33. Tag dann auf den 25. März fällt. Und ich habe mir gedacht, diesen Termin setzen wir um 10 Uhr Vormittag an, wo gewöhnlich ein Video erscheint. Und da können wir uns dann treffen sozusagen und gemeinsam diese Weihe vollziehen. Ich freue mich auf diesen Tag mit Ihnen gemeinsam und ich hoffe auch, dass viele von Ihnen teilnehmen. Denn je mehr wir sind, desto stärker ist auch die Macht des Gebetes. Wir werden die Mutter Gottes sicher, wir werden ihr sicher Freude bereiten und wir werden sicher auch Erhörung bei ihr finden. Da bin ich wirklich zuversichtlich, denn alles ist zu ihrer Ehre, es ist alles so, wie Gott es will.
Und so wollen wir uns vorbereiten, jeder auf seine Weise, auf diesen 25. März. Gelobt sei Jesus Christus.